Maria war draussen allein. Da ist plötzlich ein Engel vor ihr erschienen und der hat ihr gesagt: Hab keine Angst, Maria. Du wirst bald ein Kind bekommen und das wird unser Erlöser. Wird er dann ein schweres Leben haben? Schau, Maria, das kann ich dir nicht sagen. Nimm das Kind so auf, wie es ist und bist immer gute Mutter. Die Maria und der Josef haben in Nazareth auf ihr Kind gewartet. Alles war parat. Das Bettli, die Windeln und ein Kleidli. Sie haben sich riesig gefreut. Aber es ist alles anders gekommen, als sie gedacht haben. Ein Bote vom Kaiser hat verkündet: Alle aufpassen! Der Kaiser Augustus wird alle seine Einwohner zählen von seinem Land. Darum müsst ihr an den Ort gehen, wo ihr herkommt. Und das schnell! Alle, die im Befehl nicht nachkommen, werden bestraft. Also geht alle an euren Heimatort. Zu Maria und der Josef, die gehen nach Bethlehem. Sie nehmen sich die Glatzelle, der Kaiser war sein Sohn. Lang ist der Weg, wo nach Bethlehem führt. Streng wird Maria, wo's Kind in sich trägt. Da haben sie auf Bethlehem gehen. Dorthin, wo der Josef herkommt. Es war ein langer Weg und sie sind sehr müde worden dabei. Die Maria war schwanger und sie hat fast nicht mehr mögen. Da sind sie zu einem Wirtshaus gekommen und der Josef hat nach einem Schlafplatz gefragt. Hat es echt noch einen Platz für uns bei Ihnen? Wir sind weit gelaufen und sind müde. Nein, es ist alles voll und für so Leute wie ihr haben wir sowieso keinen Platz. Ihr habt sicher kein Geld, um etwas zu zahlen. Macht, dass ihr fortkommt. So sind sie weitergezogen und haben nachher eine andere Unterkunft gesucht. Ein paar Mal sind sie noch abgewiesen worden. Sie sind fast verzweifelt und haben wollen aufgeben. Doch noch einmal hat Josef an einer Tür geklopft und gefragt: Wir sind müde und meine Frau ist schwanger. Habt ihr echt noch ein Plätzchen für uns? Ja, im Stall hätte ich noch Platz. Dort hat es Stroh und es ist nicht so kalt. Ich bringe euch noch etwas Kleines zum Essen. Das ist lieb von euch. Danke vielmals. So sind Maria und Josef in den Stall gegangen. In dieser Nacht ist der Jesus im Stall auf die Welt gekommen. Sie waren glücklich. Das Kind haben sie Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt. Wir sind aus dem fernen Osten und haben eine lange Reise vor uns. Wir wissen nicht recht, wo sie hingeht. Und trotzdem sind wir auf dem Weg. Wir haben einen hellen Stern am weiten Himmel gesehen. Der zeigt uns Tag und Nacht den richtigen Weg. Er soll ein Zeichen sein, dass in einem fremden Land ein neuer König geboren wurde. Auch die drei Könige, die Sterndeuter waren, haben einen Stern entdeckt. Der Stern hat ihnen gesagt, dass es einen neuen König gibt. Ein ganz besonderer König. So sind sie auf die Suche nach ihm gegangen. Auf dem Weg sind sie auch beim König Herodes vorbeigekommen und haben ihn dann gefragt: König Herodes? Weißt du schon etwas vom neuen König? Ein König, der auch für die armen Leute da ist. Und wo soll Frieden auf die Erde bringen? Ein neuer König soll es geben. Von dem habe ich aber noch nie gehört. Frieden auf die Erde? Haha, ich bin doch der einzige König da. Aber hört, wenn ihr ihn findet, dann kommt es mir doch sagen. Dann kann ich ihm auch meine Glückwünsche überbringen. So sind die drei Könige weitergezogen. Sie haben aber das Kind erst viel später entdeckt, im Januar.
und haben dann ihm ihre wertvollen Geschenke überbracht. In der Nähe vom Stall waren die Hirten auf dem Feld mit ihren Schafen. Sie haben für verschiedene Leute die Schafe gehütet und zu ihnen geschaut. Das war amigs eine strenge Sache und in der Nacht ist es auch sehr kalt geworden. Wo die Hirten so da gestanden sind und miteinander über verschiedene Sachen geredet haben, ist plötzlich ein Engelschar vor ihnen erschienen. Habt keine Angst, ich kann euch eine wunderbare Botschaft überbringen. Heute Nacht ist unser Retter geboren, ganz in der Nähe in einem Stall. Geht doch zu ihm, er heisst Jesus. Folgt einfach dem Stern. Ja, das machen wir. Wir gehen ihn besuchen. Auch wenn wir kein Geschenk haben, wir machen ihm einfach mit unserem Besuch eine Freude. Die Hirten sind gegangen und haben die Familie in einem Stall gefunden. Die Maria und Josef hatten grosse Freude an diesem Besuch. Die Hirten sind wieder zurück aufs Feld zu ihren Tieren gegangen. Die Maria und Josef haben gut zu ihrem Kind geschaut und haben endlich auch ein bisschen ausgeruhen. So ist alles passiert, was der Engel ihnen gesagt hat.